So. Ja, genau. Willkommen zurück bei Warlord Under the Siege, die liebe Gina, mit der ich gerade im Discord mit den anderen Chaoten zusammensitze, wird mir jetzt sagen, wie wir das spielen, welche Karten wir auswählen. Wir spielen den Iron Mountain Keeper und sagen Start. So, das ist unsere Karte. Das ist ein Camp. Hier ist auch ein Camp. Eine Goldmine, Sägewerk. Stein, Sägewerk, Stein, noch eine Goldmine. Genau. So. Soll ich die Verteidigung setzen oder willst du mir sagen, wo die Verteidigung hinkommt? So, die ersten Feinde sind geschwächt. Und da sieht man schon, da kommen jetzt einige Feinde. Und wir haben die erste Karte. Möchtest du Holz? Möchtest du Farmen? Möchtest du Stein? Oder möchtest du die Town Hall? Farm können wir uns nicht leisten, aktuell. Farm können wir nicht leisten. Wir haben bloß 334 Holz. Und die nächste Anschaffung wären eher Truppen. Genau, das ist die Town Hall, bekommt eine Kanone, die random alle 30 Sekunden eine Kugel abschießt. Uff. Die ist außerhalb, hier vor oben eingeschlagen. Oh. Ich sollte vielleicht auch das Sägewerk bauen. Das kriegen wir doch hin. Wenn. Doch, eine Karte. A squad of spearmen join the fight. Counter farming lumberjack tool 3 oder Vampir Aura. Das Sägewerk ist halt 100% effektiver. Ist die Frage, ob du halt nicht lieber die Truppen erstmal nimmst. Genau.
Da kommt die Town Hall. Bam. So, neue Karte. Wir haben Stone-Lieferant, Iron-Lieferant, wir haben einen Squad of Swordsman-Joiners, wir haben die Lambert, also die Holzmühle Stufe 2 oder Increase Hero Hitpots. Die Swordsman. So. Zack. Das Lustige ist ja, die kämpfen mir jetzt gleich an der Baracke, das heißt, ich kann die endlos wieder rekrutieren. So. Oder wir upgraden die Swordsman. Na, die Swordsman ist ja eine Stufe 2. Genau. Korrekt. Wir könnten auch die Vampir-Aura nehmen. Okay. Die halten die Stellung. Solange die Sägemühle hinterherkommt mit dem Holz produzieren. What's the power of my faith? Ja. Da habe ich ein bisschen geschissen. Das Gebäude war doch da. Ah, schön. Das machen wir gleich nochmal in schön. Nicht? Kann ich dir das nicht in die Spur schieben? Jeder ist schuld. Jeder ist schuld. So. Holz. Dann möchte ich hier einen Turm haben, hier eine Mauer, hier eine Mauer, hier ein Turm, dann die, dann ein Ritter hier, ein Ritter hier.
So. Zack, zweiter Swordman, ab nach drüben. So, Tower Stufe 2, Spearman's Regiment plus 10, Holy Flames, increase Hero Hit Points bei 40%. Holy Flames ist so gesehen ein Perk, den ich aktivieren kann, 20 Sekunden lang tut meine Attacken Gegner in Brand setzen für 5 Sekunden, die 35 Damage machen. Muss ich aber per Hand aktivieren. Oder upgraden wir die Türme auf Stufe 2. Dann lieber die Türme. Okay. Was? Das ist ja frech, dass du mich kennst. So, jetzt machen wir erstmal Spikes an die Barrikaden. So, die nächste Karte, Gina. Die Town Hall Bombardement möchtest du, aber gerne doch. Bam. So, was nehmen wir? Vampir-Aura, Lumberjack Stufe 2, Iron Delivery, Archer Regiment plus 20% oder ein Squad Schild- und Schwertkämpfer wieder. Frau Gina. Alles gut. Was nehmen Sie? Einmal die Schwertkämpfer, aber gerne. Meinst du? Ja. Nee, der muss einfach nur einmal kurz raus. Der heilt sich dauerhaft hoch. Das Problem ist, Bump. So.
Also die Swordsmen. So, und sie greifen die Town Hall an. Genau, wenn die Town Hall fällt, ist das Spiel vorbei. So, 1000 haben wir gemacht. Dann gucken wir doch mal weiter, ob wir hier was bei der Town Hall machen können. Wir könnten die Produktion erhöhen oder gucken, ob wir neue Karten bekommen. Oder wir könnten auch den Tower Damage um 20% erhöhen. Ja. Die Town Hall bekommt mehr Hitpoints und bekommt ein Swordman Squad als Verstärkung zum Start. Dann gehen wir auf das Fort. Zack. Genau, und damit verabschieden wir uns aus dieser Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mal gucken, wer dann das Ruder an sich reißt. Tschüss.